Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Cool, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es darum, wie ihr Explosions-Items duplizieren könnt, so wie ihr das jetzt gerade sehen könnt, wie zum Beispiel Kriok-Flammenhörner oder Donnerblumen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr jetzt. Also bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß. Den ganzen Glitch machen wir hier an diesem Kapselspender. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Stelle. Hier seht ihr nochmal den Schrein zur Orientierung, also geht erstmal dorthin. Wir brauchen jetzt zwei Ventilatoren. Holt die beide mal raus. Die Ventilatoren findet ihr überall, ihr habt wahrscheinlich auch schon welche. Einmal diesen hier umdrehen, 45 Grad Winkel und hier dran kleben. Und das ganze Teil legen wir jetzt vor die Öffnung des Kapselspenders. Danach schmeißen wir irgendein Item in den Kapselspender rein, damit er sich öffnet. Und der bleibt auch geöffnet, weil wir die Ventilatoren da vorgelegt haben. Nehmt ihr euch mal und dann stopft die hier oben rein. Wenn ihr die richtig reinstopft, dann bleiben die da oben drin und die gehen nicht runter, also die rutschen nicht runter und wir brauchen die auch nicht aktivieren. Wir verlieren keine Batterie. Und jetzt macht ihr Folgendes. Wenn ihr die Donnerblume zum Beispiel duplizieren wollt, dann schmeißt ihr so oft in den Kapselspender rein, bis ihr die nur noch ein einziges Mal habt im Inventar. Also alle Items, die wir duplizieren wollen, dürfen nur einmal im Inventar vorhanden sein. Das gleiche macht ihr zum Beispiel mit den Flammenhörnern, mit den Frosthörnern und mit den Donnerhörnern. Ihr seht, jetzt habe ich die immer nur einmal im Inventar. Und die Items, die sind jetzt da in dem Kapselspender drin. Die holen wir uns später wieder zurück. Also die brauchen wir nicht einfach wegwerfen. Die holen wir uns später zurück. Jetzt gehen wir hier hoch. Genau hier auf diese Plattform oben drauf. Wir wählen einmal die Zeitumkehr zur Schnellauswahl. Die brauchen wir später. Und dann nehmen wir das Item in die Hand, das wir duplizieren wollen. Zum Beispiel die Donnerblume. Einmal R und R gedrückt halten. Und jetzt laufen wir nach vorne. Und wenn wir in der Luft sind, drücken wir das Steuerkreuz nach oben und dann drücken wir einmal X. Also wir halten jetzt R gedrückt und das Steuerkreuz nach oben und drücken einmal X. Und da seht ihr, eine Donnerblume kommt rausgeflogen. Wir halten R weiterhin gedrückt und haben die Bombe in der Hand. Die können wir jetzt nicht einfach auf den Boden schmeißen, sonst explodiert die. Deshalb machen wir Folgendes. Wir werfen die etwas weiter hoch in die Luft und drücken direkt im Anschluss L. Also einmal hochwerfen und dann L drücken. Und dann mit der Zeitumkehr die Bombe einfach zurückholen. Und wenn die vor unseren Füßen quasi liegt, drücken wir wieder L. Wir beenden die Zeitumkehr und ihr seht, die Donnerblume explodiert nicht, sondern die landet direkt vor unseren Füßen und wir können die einsammeln. Das gleiche können wir auch gerne nochmal machen. Hier wieder einsammeln und schon haben wir die zweimal dupliziert. Also total cool. Und das gleiche könnt ihr natürlich auch mit den Flammenhörnern machen. Also alle Items, die explodieren, mit denen könnt ihr das machen. Ihr holt die dann immer wieder zurück mit der Zeitumkehr und sammelt die ein. Jetzt noch mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Dupliziert nicht zu viele Items auf einmal. Denn ihr dürft nicht vergessen, im Kapselspender stecken ja noch zwei Items. Und zwar die beiden Ventilatoren. Da seht ihr die ja. Das heißt, wir können nur 19 Items auf den Boden legen. Sonst verschwinden die Ventilatoren. Deswegen würde ich euch empfehlen, dupliziert ungefähr 17. Da seid ihr immer auf der sicheren Seite. Ich habe das jetzt 17 Mal gemacht. Da seht ihr das jetzt. Und die stopft ihr wieder alle bis auf ein Item in den Kapselspender und könnt das die ganze Zeit wiederholen. Und so funktioniert der ganze Glitch. Und wenn ihr fertig seid, dann entfernt ihr einfach die beiden Ventilatoren und sammelt euch alle Items ein, die ihr dupliziert habt. Also Leute, viel Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt gerne noch ein Like oder ein Abo und aktiviert auch die Glocke, das würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, macht's gut und ciao.